Servus Freunde, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute im Haus der VW Scirocco MK3 Facelift mit einer passenden Motorisierung, aber das Bodykit ist ein bisschen langweilig, weil wir haben hier die Basic-Variante und ich würde sagen, mit unseren Anbauteilen verschönern wir das Ding jetzt mal. Also, let's go! So, und schon ist unser Alltime-Klassiker montiert. Also mal ganz im Ernst, diese TCR-Look-Schweller, das ist doch wie so eine BBS-RS-Felge. Die kannst du auf jedes Auto drauf klatschen und es sieht gut aus. Gefällt mir einfach super gut, der Steg. Und wie gewohnt aus ABS und in verschiedener Oberfläche auch erhältlich. Also könnt ihr auch eure Gestaltung freien Lauf lassen. Thema erledigt, geht's weiter an die Front. Und dann bekommen wir noch einen schönen Frontspoiler von uns. Und wie in gewohnter Manier auch unsere Cup-Spoiler-Lippe im Handumdrehen montiert. Und lässt sich jetzt natürlich relativ schlecht für euch betrachten. Seht ihr dann gleich im Carphorn. Auch hier eine ganz andere Optik, ein ganz anderes Auto. Und mal im Ernst, wenn ich das jetzt schon auf den ersten Blick sehe, braucht man eine Airline-Front oder eine Airfront? Ich denke, das ist doch eine günstige, einfache und schnelle Alternative. Mit ABE, was will man mehr? Aber wir sind noch nicht fertig. Zu guter Letzt noch unseren klassischen Heckflügel und dann haben wir es geschafft. Also Endspurt! Wir sind fertig. Also in Hand umdrehe, das Auto komplett in einem anderen Bild jetzt dastehe. Von der Optik her sehr, sehr geil. Auch hier wieder die Passform und die Installation ganz einfach. Schaut euch nochmal schön den Übergang hier an. Und wenn jetzt natürlich das Ganze hier noch relativ frisch wäre, dann hätte mir hier natürlich ein sehr ähnlicher Glanzgrad und einen Schwarzton, weil unser Schwarzhochglanz ist sehr nah den originalen schwarzen Anbauteilen vom Fahrzeug. Also zur Not einmal drüber poliere und dann glänzt es wieder wie ein Affearsch. Und ja,
Ich mache mich jetzt gleich noch mit unserem Spezialreiniger dran, meine ganze Fingertatscher wegmache und dann könnt ihr den Carbon genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Auto jetzt findet, wie die Verwandlung euch gefällt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!